Wir machen ein Experiment. Wir stehen in einer Bar in Japan und Sie müssen einem Geschäftsmann, der nicht mehr ganz nüchtern ist, mit ganz kurzen Sätzen erklären, was ist das für ein Film? Was hat Sie in den letzten Jahren angetrieben? Was sagen Sie dem? Das ist ein Film, der Kindern der Welt eine Stimme gibt. Das ist ein Film, der nur Kinder zu Wort kommen lässt. Und zwar Kinder in einem Alter, das für mich mit das spannendste Alter ist in der Kindheit, vor der Pubertät. Das war mein Antrieb. Der eine Antrieb. Und der andere ist, die eine Vielfalt zu erzählen. Diese ganze Farbigkeit, dieses Kaleidoskop zu erzählen. Diese schöne Symbiose aus Geschichten und diesen Gesichtern und ihren Landschaften, durch die sie sich bewegen. Wo haben Sie die Kinder gefunden? Die laufen zwar auf der Straße rum, aber man muss ja erstmal in Kontakt mit denen kommen. Genau, man findet die, indem man, da wir ja mit den Kindern sie auf den Schulwegen begleiten, suchen wir natürlich erstmal besonders nach Kindern, die auch einen spannenden Schulweg haben und nicht gleich um die Ecke in der Schule sind. Und wenn wir Kinder mit diesen Wegen gefunden haben, dann lernen wir ein paar kennen und entscheiden uns dann für ein Kind, von dem wir glauben, dass wir ein schönes Porträt machen können. Wie viele Kinder sind jetzt in dem Film zu sehen? Im Film lernen wir 16 Kinder kennen, aber porträtiert haben wir insgesamt schon 27, 28. Sie sagen, ein Kind porträtieren. Wie lange brauchen Sie dafür? Wir brauchen im Durchschnitt für ein Porträt, ohne die Vorbereitung zu Hause, ohne die Postproduktion, die reine Drehzeit, ungefähr eine Woche. Fünf Tage, manchmal 6 Tage, im afrikanischen Land vielleicht auch mal 7 Tage. Ja. Herr Sittler, was ist Ihre Aufgabe dabei? Produzent steht da. Da ist für mich immer derjenige, der mit den Excel-Listen hantiert und aufs Geld guckt. Ist das so richtig verstanden oder habe ich da eine komische Vorstellung vom Produzent? Wir haben eine ganz wunderbare Aufteilung. Die Excel-Listen hat der Gerhard und ich gebe gerne Geld aus und er muss mich dann hindern. Und das funktioniert ganz gut und gleichzeitig fahre ich in der Gegend rum auch und versuche Menschen zu überzeugen davon, dass sie das unterstützen sollen. Gehe auch in Ministerien und putze Klinken. Frage, da werden Sie in jeder Talkshow gefragt, ist klar. Aber woran erinnern Sie sich? Wo sagen Sie, ist hier ein Kernmoment, so ein Gänsehautmoment? Gänsehautmoment bei den Dreharbeiten ist, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Leonico im Township lebt. Ich habe ihn also schon kennengelernt, bevor ich jetzt mit ihm nochmal gedreht habe. Er kam schon mal in einem Film vor, als sein erstes Zuhause im Township, das war ein Gänsehautmoment insofern, als ich dachte, was für ein trauriges Leben. Dann gibt es immer wieder Gänsehautmomente in Interviews, wenn mir ein Kind plötzlich etwas sagt, mit Worten, nach denen ich gar nicht fragen kann, sondern wie plötzlich die Kinder anfangen, während des Gesprächs eigenständig nicht nur Fragen zu beantworten, sondern weiterzudenken, in ihre Assoziation zu gehen. Und da gibt es immer wieder Momente, wo ich entweder lachen müsste von Herzen oder wo ich eine Träne unterdrücken muss oder wo ich staune. Ja, ich staune sehr oft über diese Kinder. Letzte Frage. Was ist Ihre Forderung an uns Zuschauer? Wir gehen da jetzt rein, wir gucken uns das an, sehr bequem. Innerhalb von 90 Minuten machen wir die Reise, die Sie in 7 Jahren noch nicht vollendet haben. Was möchten Sie von uns Zuschauern als Macherin? Ich würde gerne die Erwachsenen, die den Film sehen, an ihre Verantwortung erinnern. Und wenn das passiert, was die Kinder der Jury ihnen beim Goldenen Spatz gesagt haben, als uns den Preis gegeben haben, wir geben diesem Film den Preis, weil wir glauben, dass er etwas auf der Erde bewegen kann. Das wäre etwas, was, wenn das geschieht, das heißt, wir haben gewisse Hoffnung lösen wir mit dem Film auch aus. Und wenn Kinder Hoffnung bekommen, ist es was Schönes. Wenn das der Film tut, wunderbar. Und der Erwachsene soll nicht aufhören, darüber nachzudenken und sich zu engagieren, vor allem nicht nur nachdenken, allein zu Hause reicht nicht und sagt, mein Gott, die Kinder bräuchten noch ein bisschen mehr Unterstützung, sondern dass insbesondere in den Zeiten, wie sie jetzt sind, wo Demokratien in eine andere Richtung gehen oder sich auflösen, wo plötzlich wieder Dinge gesagt werden in unserem Land, die man nie für möglich gehalten hat, dass die jungen Menschen auch über so einen Film begreifen, dass und auch der Erwachsene, ohne persönliches Engagement es ganz leicht, ganz schnell anders sein kann, als es jetzt ist. Und dass man schätzt die Errungenschaften in hinsichtlich Freiheit, wie wichtig die sind, dass man dafür kämpfen muss. Und dass die Kinder dafür auch eben gebildet werden müssen. Und die guten Beispiele brauchen, die guten Vorbilder.